Ihr Lieben, bei mir ist Martin Hemmen und der ist kein Unbekannter, denn der war schon bei mir in der Sendung Buddha bei die Fische und hat über das Thema Depression gesprochen und hat echt ganz andere Ansätze, als man das so kennt. Zum Beispiel springt er gerne mal ins kalte Wasser. Ich bin ja letztens im Schnee zu Fuß rumgelaufen. Das war ja die kleine Variante. Martin geht wirklich in eiskaltes Wasser. Und jetzt hat er ein neues Projekt und da wollen wir drüber sprechen. Und zwar heißt das 12-mal raus. Martin, worum geht's da? Darum geht es, um Komfortzonen verlassen. Und zwar möchte ich das 12-mal machen, jeden Monat einmal. Und eigentlich möchte ich möchte etwas tun, das du dir nie getraut hast. Also es ist ein bisschen umgedreht. Ich suche eigentlich Menschen gerade, die schon immer was machen möchten, wollten, sich aber nicht getraut haben und vielleicht zusammen mit mir diesen Schritt aus der Komfortzone raus sich trauen zu nehmen. Und ich stelle mich sozusagen eigentlich jetzt noch 11-mal, Januar haben wir schon abgefrühstückt, ich stelle mich noch 11-mal zur Verfügung, irgendwas zu machen, was für mich bestimmt auch ein großer Schritt ist, oder vielleicht auch nicht, aber wobei ich dann jemand unterstützen kann, selber aus einer Komfortzone rauszugehen. Und was genau sind das für Sachen, die die Menschen, was dir so vorschwebt, was die Menschen machen könnten? Da ist wirklich alles dabei. Ich glaube, das Gute daran ist, weil ich es schon so lange mache oder so oft, ich habe noch wenig Angst, Komfortzone zu verlassen. Im Januar habe ich mit Ben Grümer als Startschuss, ein Freund von mir, jeden Tag 1 Kilometer mehr sind wir gelaufen. Also 1. Januar 1 Kilometer bis zum 31. 31 Kilometer am Tag. Ich mag Laufen gar nicht. Ich finde Laufen eigentlich langweilig und der einzige Sportart, die ich nicht mag. Und genau deswegen haben wir es gemacht. Das war körperlich unglaublich anstrengend. Dafür bin ich zu haben, körperliche Herausforderungen. Aber es kann auch sein, dass es vielleicht was Soziales gibt, dass du mal auf eine Bühne stehen möchtest und dich einfach nicht traust. Und dass wir zusammen in einem Monat schauen, okay, wo können wir das machen? Wie bereiten wir uns vor? Und vor allem dieses Gefühl, was ich grundsätzlich im Leben sehr wichtig finde, du bist nicht allein. Ich mache mit dir mit, wir machen das zusammen und ne, wir sind zusammen auch stärker. Lass mal den Sprung ins Wasser machen. Ins Kalte bevorzugt, oder Ins Martin? kalte Wasser, ins eiskalte, zugefrorene Wasser. Ja, Das ist ja wirklich genau. so, du hast eine Riesenerfahrung, wirklich über die Grenze zu gehen, weil das ja für dich auch eine Methode ist, mit deinen Depressionen umzugehen. Das heißt, man könnte mit dir wahrscheinlich einen ganzen Tag Stille machen und meditieren, weil das eine Form ist, die du machst. Aber eben auch wirklich körperliche Herausforderungen in Form von, ich weiß nicht, weißt du, was ich mir gerade vorstelle, sowas wie diese Leute, diese Anzüge anhaben und von so einem Berg springen und damit fliegen. Das wäre Ich was für bin dich. dabei. Ja. Ich werde es Ja. wahrscheinlich nicht machen. Aber das alles, was man sich nicht traut. Warum machst du das? Was ist deine Motivation dahinter? Eigentlich ist die Motivation ist eine sehr romantische Idee eigentlich, dass ich möchte unglaublich gerne Menschen zeigen, dass wenn man diese erste Schritt macht, dass man danach so viel mehr verändern kann. Dass wenn man einmal diese Komfortzone verlässt, man erstens einfach merkt, wow, es ist hier eigentlich auch ganz okay. Komfortzone verlassen ist nicht immer schlimm und krasse Folgen oder Tod oder da passieren sehr spannende Sachen. Da kann ich lernen, da kann ich mich selber neu definieren. Und von da aus kann man einfach schauen, okay, wie gehe ich jetzt weiter? Wie du schon gesagt hast, für mich ist meine Umgang mit meiner Depression oder meine Heilung aus der Depression, wenn man so möchte, ist so entstanden, dass ich einfach irgendwann gesagt habe, ich muss vor allem einfach raus aus dieser Zone, wo ich gerade bin, aus dieser Komfortzone, die die Depression auch ist. Und ich muss einen Schritt raus machen und schauen, was es da gibt. Und ich suche eigentlich immer nach Möglichkeiten, Menschen dabei mitzuziehen und zu sagen, komm, schau doch mal hier hin, weil es ist hier wunderbar und es macht Sinn, da rauszugehen. Ist das auch so ein bisschen, wenn man durch den Schmerz einmal durch ist, wird es besser? Ja, obwohl, und ich glaube, dass das in der Tat
es muss noch nicht mal, weil wir wissen nicht, was außerhalb der Komfortzone ist. Das heißt, dieses Schmerz, eigentlich ist der Schmerz nur das, wirklich sich mal entscheiden, da rauszugehen. Und ja, dann wird man merken, dass danach oft gar nicht so ein Schmerz ist. Wie gesagt, im Januar habe ich körperliche Schmerzen erlitten, weil wir halt 496 Kilometer, ne, laufen wollten. Da sagt ein Körper auch schon mal, pff, ich habe da nicht so Lust drauf. Aber auch das ist wiederum nicht das Ende der Welt, weil ich sitze noch hier, meine Füße sind noch dran, alles funktioniert noch. Ich habe auch aufgehört, bevor ich mich, ne, das ist mir sehr wichtig, ich will nicht waghalsig mit Menschen jetzt irgendwas machen. Ich möchte was machen, womit wir, wo wir ein relativ bis absolute Sicherheit haben, dass wir nicht sterben werden. Aber trotzdem ein Risiko vielleicht mal aufsuchen oder ein vermeintliches Risiko oder na, vor allem eine Komfortzone letzten Endes verlassen. Das kann ja wirklich sehr viel Verschiedenes sein. Ne? Der andere eine hat Höhenangst und sagt, okay, ich mache jetzt wirklich Paragliding oder sowas. Muss ja nicht gleich dieser komische Anzug sein. Der andere kriegt schon Bammel, wenn er nur 2 Stufen auf eine Bühne soll. Der nächste hat vielleicht Angst, keine Ahnung, vor Kälte. Wie gesagt, das ist ja nicht so mein Ding. Was haben die Menschen davon, wenn sie aus ihrer Komfortzone rauskommen? Wir haben viel davon. Also ich würde es fast umdrehen und sagen, was haben wir davon, wenn wir in unserer Komfortzone bleiben? Da haben wir bis also Stand heute haben wir in diese Komfortzone so viel Komfort, dass wir eigentlich krank werden. Und so viel Komfort, dass unser Körper nicht mehr funktioniert, wie sie sollte. Und ne, für mich war meine Depression eine Komfortzone auf einem bestimmten Punkt, weil ich kannte ihn so gut, ich kannte jede Ecke. Ich wusste genau, dass ich natürlich lieber da geblieben bin, als da rauszusteigen, trotz Leiden, trotz Schmerzen. Und ich glaube, dass eine Komfortzone verlassen, gibt dir wirklich viel Kraft, wenn du es einmal machst. Das weiß eigentlich jeder Mensch, weil wenn man dann mal, und im Kleinen können wir mal sagen, wenn man dann mal die Bude aufgeräumt hat, denkt man danach, warum habe ich das nicht eigentlich schon vor 2 Monaten gemacht? Weil ist doch schöner. Und das geht ne, vom Kleinen in Großen. Aus der Komfortzone raus bedeutet eigentlich wieder die Kontrolle zu nehmen, die Verantwortung zu übernehmen, du fühlst dich wieder wirklich lebendig als Mensch. Und ich möchte Menschen ermöglichen, da ein Momentum zu entwickeln, vielleicht wirklich mal Sachen für ihr Leben lang nachhaltig anzugehen. Was kostet das Ganze und wie wird das finanziert? Es kostet eigentlich nichts. Außer wir kriegen es nicht finanziert. Also ich habe gerade ein Patreon habe ich gestartet. Das ist eine Webseite, wo man quasi mich monatlich unterstützen kann. Mhm. Für diese Unterstützung stehen dann grundsätzlich schon Gegenleistungen, wie zum Beispiel Merchandise und Videos, die wirklich nur für diese Patreon-Unterstützer sind und so weiter. Und ich möchte eigentlich bei jeder Challenge grob eine faire Rechnung machen und sagen, okay, was brauchen wir dafür? Und dann fragen, ob die Gemeinschaft das quasi supportet. Und wenn, ne, wenn viele Leute ein kleines bisschen was geben, kann man schon sehr schnell was machen. Und ich bin da noch ein bisschen am Rätseln, weil wir müssen bisher noch nicht nach Mexiko fliegen und eine Woche lang in der Wüste laufen. Aber auch da wäre ich für zu haben. Dann müssen wir halt schauen, wie viele Menschen wir über eine Patreon oder Crowdfunding letzten Endes dazu kriegen. Aber es kostet der mitmachen möchte, in erster Instanz nichts. Okay, der darf aber auch was dazu geben. Und wenn es Sponsoren gibt, die das sehen, dürfen die natürlich auch sehr gerne ihr Portemonnaie absolut für so eine verrückte Idee, die aber sich wirklich gut anfühlt in Form von, dass sie wirklich was bringt. Ich bin ja letztens, wie gesagt, durch Schnee gelaufen mit Barfuß, ohne Socken und irgendwas. Das war für mich eine kleine Mini-Challenge, wie das bei dir dann ja aber für einen Monat ist. Und es ist wirklich, es bringt einen weiter. Es fühlt sich gut an, weil man etwas geschafft hat, was man dachte, das wird man nie schaffen. Und wenn man dich an der Seite hat, ist es natürlich nochmal gut, weil du als Coach natürlich das wirklich professionell begleiten kannst. Wie sollen die Leute zu dir kommen? Sie sollten im besten Falle einfach eine E-Mail schreiben an info@martinsmind.de. Für die mich auf Instagram folgen, können mich sogar auch einfach eine private Nachricht schreiben und sagen, hey, ich habe
eine coole Idee oder wollte schon immer dies oder das machen. Und ab dem Moment sind wir im Gespräch. Dann schreibe ich zurück und sage, okay, wenn mir jemand was vorschlägt, was wir innerhalb einen Monat schaffen können, was menschlich auch zu schaffen ist und wo man Lust drauf hat, dann sind wir im Gespräch und schauen, ob wir das planen können. Aber eigentlich in erster Instanz entweder via mein Instagram, der Patreon-Seite oder info@martinsmind.de kann man sich da anmelden. Sehr cool. Wir haben die ganzen Webseiten und Infoadressen auch schon eingeblendet. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über Martin, dann schaut unsere Sendung bei Buddha bei die Fische. Die habe ich hier auch im Video verlinkt. Martin, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für dieses Projekt. Ich finde es richtig, richtig cool. Vielleicht finde ich ja auch noch was und mach glatt mit. Mach's gut. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg. Danke dir. Und überleg's dir mal. Finde ich cool. Ja.